Die beste Scalping-Strategie für das Bitcoin-Trading auf der 1-Minute-Zeiteinheit. So wurde diese Strategie betitelt auf dem Kanal Hoss und das werden wir heute 100 Mal hintereinander testen. Ich werde diese Strategie vorstellen, denn diese weist eine 69%ige Gewinnrate auf, also sehr profitabel für die 1-Minute-Zeiteinheit und auch sehr einfach zu traden, was ich auch definitiv bestätigen kann. Und scheint extrem profitabel zu sein und nicht einfach so die beste Scalping-Strategie für das Bitcoin-Trading oder für das Bitcoin-Scalping hier benannt zu sein. Deswegen werde ich die Strategie jetzt vorstellen und 100 Mal hintereinander selbst für dich heute testen. Viel Spaß beim Zuschauen und herzlich willkommen auf dem Kanal. Vor ein paar Tagen habe ich mehrere Kommentare unter verschiedenen Videos auf meinem Kanal gesehen, in denen darum gebeten wurde, dass ich mal die neue Scalping-Strategie teste, die auf dem Kanal Hoss vorgestellt wurde. Ich habe mir natürlich das Ganze kurz angeschaut, ich habe mir schnell eine Meinung bilden können, weil ich natürlich schon auf diesem Kanal über 40 verschiedene Strategien getestet habe und mittlerweile schon vorab abschätzen kann, ob eine Strategie was taugt oder nicht. Deswegen habe ich meine Meinung erstmal ein, zwei Mal in ein paar Kommentaren dagelassen, aber es wurden immer mehr Kommentare mit der Bitte, diese Strategie mal zu testen. Deswegen dachte ich, okay, wenn so viel Nachfrage da ist, dann werde ich das Ganze einfach mal in einem Video machen. Ich werde die Strategie anschauen, werde sie auf dem Kanal 100 Mal hintereinander testen. Dieser Test kommt auch gleich, damit jeder, der Interesse hat, das Ganze mal anschauen kann. Diese Strategie weist auf dem Kanal, also auf dem Kanal Hoss, eine 69%ige Gewinnrate auf nach einem Backtest. Ich habe natürlich gleich gesehen, dass dieser Backtest automatisiert abgelaufen ist. Also man kann bei TradingView automatisiert einen Backtest durchlaufen lassen. Das heißt, nichts händisch selbst per Hand jeden Trade testen, sondern man kann das Test programmieren oder die Strategie programmieren und dann automatisiert mehrere tausend Trades nach hinten backtesten lassen. Natürlich, wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, dann weißt du, wie unterschiedlich teilweise automatisierte Tests zu tatsächlichem Trading, also die Resultate zu tatsächlichem Trading ausfallen können und vor allem auch zu manuell durchgeführten Tests. Deswegen führe ich alle Tests bei mir auf dem Kanal immer selbst per Hand, jeden einzelnen Trade per Hand durch, weil hier sich die Ergebnisse extrem unterscheiden können und teilweise, wenn man das Ganze dann wirklich live oder per Hand testet, dann teilweise öfter schlechtere Ergebnisse dabei rauskommen, weil das Ganze auch dann realistischer wird mit dem Ein- und Aussteigen, weil natürlich das Ganze auch etwas subjektiver wird und deswegen, weil ein Mensch einfach nicht wie eine Maschine tradet und deswegen sollte man das Ganze auch meiner Meinung nach per Hand immer testen, deswegen mache ich das 100 Mal hintereinander. Ich stelle die Strategie gleich kurz nochmal vor, zeige, wie man diese tradet und komme danach anschließend zum Test und zu den Ergebnissen des Tests. Deswegen gehen wir jetzt rüber zur Strategie oder zum Setup. Also ich werde das Ganze jetzt nicht so im Detail vorstellen, wie das Ganze auf dem Kanal Hoss vorgestellt wurde. Wenn du das Ganze nochmal im Detail anschauen willst, kannst du gerne das Video anschauen. Ansonsten, kurz gesagt, wenn man hier Hoss eingibt, dann findest du sofort diese zwei Indikatoren hier, den VWAP. Dieser, also grundsätzlich der VWAP ist sehr populär bei Tradern. Diese nutzen ihn sehr oft beim eigenen Trading. Ist ein sehr interessanter Indikator. Und der wurde hier aber etwas abgeändert. Also die Berechnungsart ist hier etwas customized, also abgeändert worden, individualisiert worden. Genauso wie hier der zweite Indikator, der OBV RSI, ist auch einfach eigentlich ein RSI. Den kennt man ja bereits. Wenn du meinen Kanal verfolgst, hast du bereits schon Strategie mit dem RSI gesehen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, kannst du gerne all die getesteten Strategien mal anschauen mit den Resultaten. Verlinke ich oben die ganze Videoreihe bei mir. Ansonsten diese beiden Indikatoren einfach mal anklicken. Einmal den oben, einmal den unten, da wo Hoss dabei steht. Dann tauchen die hier ebenfalls auf. Also einmal ist das, ich habe jetzt meine anderen Indikatoren, die ich letztens benutzt habe, hier deaktiviert. Das kannst du einfach ignorieren. Der taucht jetzt auf, hier der VWAP. Und unten taucht dann der OBV RSI auf. Diese zwei tauchen auf, sobald du diese angeklickt hast. Und diese braucht man auch nicht abändern. So wie die dastehen, sollen sie auch funktionieren.
Und dann ist die Strategie die folgende. Also wir sind hier auf dem 1 Minuten, auf der 1 Minuten Zeiteinheit mit dem Bitcoin-Chart ebenfalls alles gleich, wie auch auf dem Kanal vorgestellt. Bitcoin USDT, Perpetual Mixed Contract auf Bitget, damit wir hier auf jeden Fall alles dasselbe benutzen, so wie das auf dem Kanal vorgestellt wurde. Dann sind unsere Einstiegssignale recht einfach. Also zum einen, eine Voraussetzung ist, also wir haben hier unseren volumengewichteten Durchschnittspreis, so nennt sich dieser, das ist diese graue Linie hier. Dann haben wir hier einen grünen und einen roten Bereich. Und hier, sobald der Kurs in den roten Bereich geht, suchen wir nach Longs. Und sobald der Kurs hier in den grünen Bereich reinkommt, suchen wir nach Shorts, also nach Shorts-Signalen. Und das sind unsere Signale im Endeffekt für die Trades. Eine zweite Voraussetzung gibt es noch. So, wenn wir in einem roten Bereich hier sind, dann gehen wir nur Long-Positionen ein, wenn wir hier ebenfalls auf dem RSI in den überverkauften Bereich drin sind. Also hier ist so eine gestrichelte Linie. Sobald wir da drunter sind, leuchtet das Ganze etwas sogar grünlich auf, damit man das Ganze noch besser erkennt. Und wenn wir hier mit dem Kurs, der hier im roten Bereich ist, ebenfalls hier im überverkauften Bereich drin sind, nur dann kann man Long-Einstiege suchen. Hier wurde natürlich, also ist das etwas schlecht erklärt worden, im Sinne, man weiß jetzt nicht, ob man beim Antesten dieser Linie oder wenn man komplett drin ist in der Kurs oder wenn er jetzt wieder rauskommt und komplett sein Tief schon gehabt hat, weil hier lässt sich alles Mögliche interpretieren. Deshalb nehme ich hier die erste Kerze, die... Weil sobald wir da drin sind, dann weiß man ja gar nicht, ob das jetzt wieder rauskommt oder ob es weiter nach unten geht. Sobald die erste Kerze innerhalb des roten Bereichs oder innerhalb des grünen Bereichs hier geschlossen hat, also ein Schluss einer Kerze, weil man weiß ja nicht, ob der Kurs direkt wieder rausspringt oder nicht. Und ich glaube, so wurde es auch gemeint. Sobald die Kerze innerhalb des Bereichs schließt, dann suchen wir nach oder dann mit der nächsten Kerze, mit der Eröffnung der nächsten Kerze gehen wir dann in die Position rein und targetieren im Endeffekt immer unseren Durchschnittspreis hier, unseren volumengewichteten Durchschnittspreis. Das ist unser Ziel. Oder 0,6%. So wurde das Ganze vorgegeben auf dem Kanal. Deswegen machen wir das auch. Also hier gehen wir entsprechend eine Long-Position, also hier schließt die Kerze. Unser Ziel ist erstmal, also sobald wir hier drin sind, sehen wir erstmal den volumengewichteten Durchschnittspreis hier auf dieser Höhe. Wir haben ein Risk-to-Reward, also ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1:1. Und das ist dann unser Trade, der geht hier noch etwas ins Minus, wir werden aber nicht ausgestoppt, kommt wieder und erreicht unseren Durchschnittspreis hier. Und deswegen, also dann sind wir hier schon bereits beim Ziel, beim Take Profit erlangt und schließen unseren Trade im Profit. Genau das Gleiche, wenn wir hier, okay, wir kommen dann hier nochmal in den roten Bereich rein. Hier sind wir ebenfalls in den überverkauften Bereich. Deswegen können wir hier auch eine Long-Position eingehen. Wir haben hier einen Kerzenschluss im roten Bereich. Wir haben das Ziel in der Mitte wieder. Unsere mittlere Linie ist unser Ziel. 1:1 Risk-to-Reward-Ratio, also Chancen-Risiko-Verhältnis und haben wieder einen profitablen Trade und so weiter und so fort. Also wir können hier dann jedes Ganze in den grünen Bereich. Hier suchen wir nach Shorts. Die erste Kerze, die wirklich im Bereich schließt, also hier schließen wir noch auf der Linie, das zähle ich mal nicht dazu. Hier sind wir definitiv schon drin, haben das Ziel wieder, aber diesmal für einen Short wieder unseren Durchschnittspreis, volumengewichteter Durchschnittspreis ist unser Ziel, 1:1 Risk-to-Reward-Ratio und haben einen profitablen Trade bereits hier erreicht dann der Kurs unser Ziel, unseren Durchschnittspreis und schließen wieder im Profit. Schauen wir uns noch ein paar Trades mehr an. Hier sind wir in den überverkauften Bereich auf dem RSI, aber hier sind wir nicht im roten Bereich drin. Aber hier schließt eindeutig eine Kerze hier im roten Bereich. Machen wir das etwas größer. Hier gehen wir den Long ein. Hier öffnen wir die Position, die Long-Position. Unser Ziel wie immer, unser Durchschnittspreis, 1:1 Risk-to-Reward-Ratio, also Chancen-Risiko-Verhältnis. Und wir haben wieder hier unser Ziel erreicht und wieder haben wir einen profitablen Trade. Machen wir vielleicht noch einen.
zum Vergleich hier nochmal ein Short Trade. Wir gehen hier wieder in den oberen Grünbereich rein. Wir sind wieder in den überkauften Bereich auf dem RSI. Das passt hier super. Die erste Kerze, mit der ersten Kerze, die hier im Bereich schließen, sind wir ebenfalls im überkauften Bereich. Deswegen gilt das hier ebenfalls schon als Signal. Beim Schluss der Kerze machen wir die Position auf mit dem Ziel wieder an unseren Durchschnittspreis rein. Ein Risk to Reward von 1:1 und haben, wurden knapp nicht ausgestoppt, super, und haben hier unseren profitablen Trade wieder bei unserem Durchschnittspreis. Und so weiter und so fort. Einen machen wir noch. Hier geht das Ganze wieder runter, wieder im roten Bereich. Roter Bereich für Long Trades, grüner Bereich für Short Trades. Deswegen hier einen Long. Unsere erste Kerze, die komplett drin schließt, schließt dann hier, hat den Schlusskurs. Ziel wieder Durchschnittspreis. 1:1 Risk-to-Reward Ratio. Und haben wieder einen wunderbaren, profitablen Trade. Und so weiter und so fort. Also ich denke, mittlerweile ist klar, wie das Ganze funktioniert. Wenn du es noch detaillierter haben willst, kannst du gerne das Video auf dem Kanal Hoss anschauen. Beste Scalping-Strategie für Bitcoin auf dem One-Minute-Timeframe heißt das Video. Und dann kannst du das Ganze nochmal im Detail anschauen. Ich denke, es sollte einigermaßen klar sein, wie das Ganze zu traden ist. Ich werde das Ganze jetzt selbst 100 Mal hintereinander testen, händisch, wirklich ohne automatisierte Backtesting-Software. Und dann schauen wir uns gleich die Ergebnisse mit dir zusammen an. Viel Spaß beim Zuschauen. Trades sind durch alles hier in meiner Tabelle fixiert. Hier haben wir dann die Ergebnisse. Schaut erstmal wunderbar aus. Und kurz vorab, zwei Sachen habe ich noch vergessen zu erwähnen bei der Strategie. Man darf maximal 3 Trades hintereinander, also gleichzeitig meinte ich, geöffnet haben. Und wenn du mal in einen, also wenn der Trade mal in einen Stop-Loss reingegangen ist, also im Verlust geschlossen hat, dann sollte man noch so eine Cooldown-Phase von 10 Minuten, also 10 Balken, 10 Kerzen meinte ich, abwarten, bevor man den nächsten Trade tätigen kann. Das habe ich aber alles in meinem Backtesting berücksichtigt, also alles ordnungsgemäß durchgeführt, und dann schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Also wir haben das Ganze auf dem Bitcoin-Chart getestet mit dem 1:1 Risk-Reward-Ratio. Dann haben wir die Zeiteinheit 1 Minute benutzt. Wir haben für 100 Trades 3 Tage Daten gebraucht. 61 Trades haben im Profit geschlossen und 39 im Verlust, also relativ nah dran an der gegebenen Gewinnrate auf dem Video in den Kanal, auf dem Kanal Host. Da waren es 69%, sind jetzt etwas drunter, aber sollte jetzt keinen signifikanten Unterschied machen. Dann haben wir 39 Trades im Verlust, entsprechend 61% Gewinnrate, wie gesagt. Maximal hintereinander im Gewinn konnten wir 9 Trades schließen und maximal 4 Trades haben hintereinander im Verlust geschlossen. Deswegen ist das erstmal wunderbar von den Zahlen her. Also die Statistik sieht sehr gut aus. Wir haben wie immer 2% pro Trade riskiert und haben ein Ergebnis von 13% Gewinn auf dem Trading-Konto und noch 100 Trades. Du fragst dich wahrscheinlich, wie kann das sein? Weil die Statistiken sehen hier ganz gut aus. Vor allem, ich habe ja schon 40 Strategien ungefähr getestet. Zu denen kommen wir gleich. Also zum Vergleich mit meinen anderen Strategien auf dem Kanal kommen wir ebenfalls. Und dort zeigen, wenn man solche Statistiken hat, ja eigentlich ganz andere Ergebnisse kommen dabei raus. Weil das sieht eigentlich sehr gut aus. Vor allem die Gewinnrate ist auch komplett zufriedenstellend. Und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Wenn du ein bisschen aufgepasst hast, dann erahnst du es schon. Erstens, das Risk-to-Reward-Ratio von 1:1 ist relativ schlecht. Also man sollte, wenn man, also ich kenne keinen professionellen Trader, der unter 2 oder 3:1 Chancen-Risiko-Verhältnis hier bei seinen Trades anstrebt. Also bei einem Risk-to-Reward von 1:1
Beim Scalping gibt es dann auch wirklich Strategien, die ein Risk-Reward von 1 zu 1 hier auch haben und auch sehr profitabel funktionieren. Das größte Problem hier aber, also erstens bei einem Risk-Reward von 1 zu 1 sollte man auf jeden Fall eine Erfolgsrate von also 70-80% aufwärts haben zum einen. Zum anderen hätte es in dieser Strategie auch nicht geholfen. Also auch wenn wir jetzt eine 69%ige Gewinnrate hätten, wie jetzt auf dem Kanal Hoss vorgestellt, wäre der Gewinn auch nicht viel größer, weil sehr viele Trades nur mit einem minimalen Profit geschlossen haben. Und was ich damit meine, zeige ich gleich. Also das ist hier nochmal der Chart, wo ich meine Beispiele gezeigt habe. Hier gibt es auch so ein Beispiel, was extrem oft auftritt, vor allem wenn wir jetzt in einem Trend sind, weil hier war das Ganze eher eine Konsolidierungszone, wo ich das gezeigt habe, wo das Ganze auch etwas besser funktioniert, aber vor allem der Bitcoin und Kryptos, die sind ja sehr volatil und meistens befindet man sich vor allem auf den kleineren Zeiteinheiten in einem Trend. Und hier hat man dann sehr oft solche Beispiele, wie beispielsweise hier. Wir kommen in den in diesen roten Bereich rein, sind hier auch in den überverkauften Bereich im RSI, haben hier zum Beispiel einen Long Trade, zielen wie immer erstmal unseren Durchschnittspreis hier an, haben 1 zu 1 Risk-to-Reward-Ratio, alles ist in Ordnung, wir sind auch nicht ausgesoppt worden, aber dann kommt, und vor allem bei Trends, und das sind hier die meisten Bewegungen auf dem Markt, vor allem auf dem Bitcoin, Kryptomarkt etc., sind wir hier an unser Ziel gekommen, also im Endeffekt, da geht sogar unser Profit nicht runter, hier berühren wir unseren Take-Profit, also wir zielen ja diese Linie an und wir nehmen unsere Profite hier, aber wir sind hier eingestiegen, also wir haben einen minimalen sogar Verlust gemacht, obwohl der Trade hier im Profit geschlossen hat. Und also in diesem Fall wäre es ein konkreter Verlust, wir wären im Minus drin, aber wir haben extrem viele Trades gehabt, wo wir gerade noch so etwas im Profit sind, also da wären wir zum Beispiel etwas tiefer hier eingestiegen, sind etwas im Profit, aber schon an unserer Profitzone rausgekommen, also da, wo wir den Trade schließen müssen und haben somit einen minimalen Profit und deswegen haben wir eine relativ gute Gewinnrate, weil das trotzdem als ein Profit Trade, also als ein gewinnbringender Trade zählt, aber der Gewinn ist hier so minimal, dadurch, dass hier der Durchschnittspreis im Laufe der Trades hier gegen uns gegangen ist und wirklich in Richtung unseres Einstiegspreises hier sich bewegt hat und als wir hier hochgekommen sind, wo wir dann den Trade schließen müssen, dann mussten wir den Trade mit einem minimalen Gewinn schließen und davon gibt es sehr viele Trades innerhalb dieser 100 Trades und grundsätzlich auch, wenn man dann 500.000 Trades hintereinander schließt, man befindet sich ja im Kryptomarkt auf den kleinen Zeiteinheiten meistens in einer Trendbewegung, wo es dann zu sehr vielen solchen minimalen Profit-Trades kommt, also ich kann das Ganze hier nochmal, siehst du, das Ganze hat minimal hier im Verlust geschlossen. Öfter kommt es vor, dass wir minimal im Gewinn schließen, aber trotzdem reicht es nicht, um dann ein gutes Ergebnis zu haben. Wenn man das Ganze jetzt nochmal auf der Equity Curve anschaut, dann sieht das Ganze so aus. Also überhaupt nicht berauschend. Wir sind hier sehr volatil unterwegs in diesem Bereich. Wir sind teilweise hier, kommen wir an die minus 15% in der Equity Curve ran, also auf unserem Trading-Konto. Dann hat das Ganze hier am Ende etwas nochmal rausgeholt. Anscheinend waren wir hier, also nicht anscheinend, wir waren hier dann wieder in so einer Konsolidierungsphase, wo das Ganze etwas besser funktioniert. Aber ist natürlich im Kryptobereich relativ selten, dass der Markt nur konsolidiert, vor allem auf der kleinen Zeiteinheit, wie gesagt. Deswegen, so wie sie da steht, die Strategie nicht zu empfehlen. Wo man aber das Ganze verbessern kann, kann ich gleich zeigen, habe ich sofort gesehen, wo das Verbesserungspotenzial auch bei dieser Strategie drin ist. Wenn du beispielsweise hier die Trading-Einstiege, zum Beispiel damit man hier solche Trades, also solche Bewegungen hier nicht gefährden, dass du ausgestoppt wirst, immer warten, also sobald wir hier im überverkauften, im roten Bereich waren, hier im überverkauften Bereich auch auf dem RSI und dann die erste Kerze, die wieder innerhalb des neutralen Bereichs, wie wir das schließt, also wir wieder reinkommen in diesen schwarzen Bereich, auch von grünen Bereich in den schwarzen Bereich und dann aber unser Stop-Loss hier direkt unterm letzten Tief, also wir gehen rein, die erste Kerze, die hier schließt, ist hier diese hier und dann unterm letzten Tief
hier dann den Stop-Loss nehmen, damit unser Risk-to-Reward-Ratio, und dann hätten wir beispielsweise, wenn wir hier das Ganze dann so öffnen, die erste Kerze, die hier innerhalb des Bereichs wieder schließt, innerhalb des normalen Bereichs, unterm letzten Tief hätten wir dann unseren Stop und wir hätten dann hier, wie immer, das Target hier, also das Ziel, in unseren Durchschnittspreis reinzukommen. Dann hätten wir hier schon ein Risk-to-Reward-Ratio, also ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2,38:1. Das ist schon mal viel besser, als die ganze Zeit mit einem 1:1 Risk-to-Reward-Ratio zu traden. Also das ist auf jeden Fall, wird die Strategie doppelt und dreifach schon die Ergebnisse besser machen. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass die Strategie jetzt vergleichsweise mit den anderen Strategien auf diesem Kanal viel besser abschneiden wird. Also trotzdem gefällt mir das Ganze mit dem VWAP und dem RSI nicht, weil ich weiß, dass bei all den Strategien, die ich auch schon mit diesen Indikatoren getestet habe, trotzdem nicht so gute Ergebnisse dabei rauskommen. Also da gibt es einige, die trotzdem besser sein werden. Deswegen kann ich die Strategie auch mit meinen Verbesserungsvorschlägen nicht unbedingt empfehlen. Und hier kommen wir zum Vergleich mit den anderen Strategien, die ich hier alle auf diesem Kanal 100 Mal hintereinander getestet habe. Die Strategie von Hoss ist hier auf dem 33. Platz gelandet. Also da haben wir, das wird es auch jetzt nicht mit den ganzen Verbesserungsvorschlägen hier großartig rausholen. Im Endeffekt gibt es trotzdem viel bessere Strategien, unter anderem hier diese EMA plus Stochastic Scalping Strategie. Wenn man jetzt eine Minute Timeframe Strategie, also eine Scalping Strategie auf der 1 Minuten Zeiteinheit haben will, die aber super funktioniert, kann ich hier die Strategie auf dem 7. Platz hier empfehlen. Eine super Scalping Strategie, die auch sehr einfach zu traden ist. Und auch wenn man die andere Strategie verbessert, die Strategie wird auf jeden Fall viel bessere Ergebnisse liefern. Deswegen, wenn du jetzt scalpen willst, Bitcoin, dann eher jetzt die andere Strategie bei mir testen. Aber wie du jetzt siehst, immer selbst testen. Also wenn automatisierte Backtests mit TradingView gezeigt werden, da auf jeden Fall sollte man etwas skeptischer reagieren. Du solltest auf jeden Fall, auch wenn du jetzt eine von meinen Strategien fürs Trading nutzt, auf jeden Fall das Ganze auch immer selbst hintereinander 100 Mal zumindest testen, damit du auch selber ein Gefühl dafür bekommst und sich sicherer fühlst mit der Strategie, wenn du das Ganze mit dem Live-Trading dann auch beginnst. Ansonsten hoffe ich, dass das Ganze interessant für dich war. Wünsche dir noch erfolgreiches Trading und einen wunderschönen Tag.